Grüße euch, liebe Zuschauer. Ja, verzeiht mir, das muss nochmal ein Video werden. Ja, die Baerbock eskaliert und zwar ihre Versprecher eskalieren. Man hat fast den Eindruck, sie hätte Anweisungen bekommen. Also, noch haben es nicht alle, längst nicht alle, gar keiner von den Hauptstadt-Edelfedern begriffen und halten immer noch zu dir und auch offenbar einige Grünen-Wähler. Dann setzt jetzt bitte nochmal einen drauf, Annalena, dass dann wirklich auch. Vielleicht nicht jeder, aber doch mehr Leute irgendwie mitbekommen. Also irgendwas stimmt hier nicht, ja, wollen wir mal so formulieren. Und ich finde es einfach köstlich, weil diese ganzen Hauptstadt- und Politikjournalisten, Gossenjournalisten, wie ich sie nenne, die nicht die ganzen, es vielleicht nicht alle, aber es gibt da doch einige prominente Beispiele, die die Baerbock also permanent irgendwie gefühlt in den Himmel loben und ihr weiß ich nicht, von Qualifikation bis eine neue Art der Außenpolitik und Diplomatie irgendwie zuschreiben, ja, die kommen natürlich jetzt aus der Nummer nicht mehr raus. Ja, also mit anderen Worten, da braucht man einfach nur nachschauen, was hat denn der eigentlich so in den Jahren 20, 21, 22, 23 geschrieben, seit es die Ampel gibt, bevor zumindest, beziehungsweise auch bevor es die Ampel gab, was hat er denn dazu zu diesen Zeiten geschrieben, Thema Corona? Und dann weißt du, okay, dem Mann brauche ich oder der Frau brauche ich nicht mehr zuhören, da brauche ich nichts mehr lesen, das ist absolut sinnlos, die sind verbrannt, Ende aus. Amen. Und hier haben wir jetzt, ich mache das mal groß, damit wir uns das Elend auch wirklich en Detail sehen und anschauen können. Ja, bumm. So, dann schauen wir mal. Was sagt sie denn, die Gute? Das war ein präzedenzloser Angriff. Also ein präzedenzloser Angriff. Es geht um den Angriff von Iran, des Iran auf Israel, der Raketenangriff. Den haben sie ohne Präsidenten gemacht. Präzedenzlos. Ja. Präzedenzlos. Und sie sagt präzedenzlos. Ja. Das war ein präzedenzloser Angriff. Sie sagt wirklich Präsident. Ja, okay. Direkt aus dem Iran. Israel hat also einen Defensiv. Israel hat einen Defensiv erringen können. Jetzt komme ich schon selber. Es färbt wirklich ab. Wenn du die Baerbock schaust, dann hast du selber Honig im Topf, im Kopf. Oh Gott. Können mit seinen Partnern gemeinsam. Iran ist bereits das am meisten sanktionierte Sanktionsregime. Sie haben in ihrem Also Moment mal, Sanktionsregime ist nicht ein Sanktionsregime, das Regime, das Sanktionen ausspricht. Vielleicht auch nicht. Aber die Baerbock wird es wahrscheinlich auch nicht wissen. Beitrag ja auch deutlich gemacht, auf unterschiedlichen Arten. Ich möchte deutlich machen, Massenvernichtungs Muffins oder wie? Regime, wo auch die Revolutionsgarden bereits gelistet sind, weil dieser Angriff, der war präzedenzlos. Das wurde nach dem Also nochmal, er war nochmal präsidentslos. Also wie kann man nur? Wie kann man ohne Präsidenten einen Angriff fahren? Ja, das ist schon, da hat sie schon recht, die Annalena. 9. September, damals war der Angriff auf die USA geschafft. Die Geschichte wird neu geschrieben. Der Angriff auf die Twin Towers in New York fand offensichtlich in Annalenas Welt am 9. September statt. Interessante Betrachtung der Ereignisse. Schaffen, das Existenzrecht von Israel nicht nur rhetorisch zu gewähren, sondern sie haben ein Nicht nur rhetorisch zu bewerben, zu bewerten, was genau, es ist unglaublich. Es ist wirklich, also das ist wirklich ein Staccato an hammerharten, nicht mehr wirklich nachvollziehbaren Ausdrücken, Formulierungen, neuen Worten. Und ach übrigens, hier, das ist dann auch die Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland, der BRD. Ja, nur mal so. Direkten Angriff auf Israel gestartet. Der konnte nur vereitelt werden, weil andere Partner in der Region mit eingestritten sind. Mit eingestritten, nicht mit eingeschritten, sondern mit eingestritten. Was ist einstreiten? Das Wort kenne ich auch nicht. Aber die Außenministerin wäre nicht im Amt, wenn sie nicht auch die Qualifikation hätte, neue Worte einfach mal hier in die deutsche Sprache einzuführen. Warum denn nicht? Ja? Hier haben wir Regime-Counter. Ja, in ihrer Ansprache, das ist ja wie gesagt hier direkt ein Interview oder ein zumindest an die Tagesthemen, also Mainstream pur. Man kann auch nicht sagen, dass sie jetzt hier komplett unvorbereitet beim
rausgehen aus dem Gebäude und einsteigen ins Auto, dazwischen irgendwo kurz mal gefragt wurde oder in einer anderen, für sie vielleicht ungünstigen Situation, wo sie einfach nicht präsent ist oder wo sie einfach gerade was anderes im Kopf hat, ja, und da irgendwie antworten muss, nein, das ist ein vorbereitetes, spontan geht da gar nichts bei den Tagesthemen, vorbereitetes Interview, und sie wusste genau, mit wem sie da spricht und was das hier für eine Reichweite hat, ja, oder vielleicht weiß es auch nicht, wer weiß. Auf jeden Fall, eins möchte ich noch anmerken, bevor ich den Videoausschnitt noch bringe. Es stimmt schon, wenn man sich erinnert, Annalena Baerbock damals als Parteivorsitzende vor der Wahl, Wahlkampf, da gab es auch schon so ein paar Versprecher, ja, und ein paar wirklich hammerharte Aussagen, wie das Netz ist der Speicher und es ist alles durchgerechnet oder wir sind die reichste Nation der Welt oder was weiß ich, was da alles für Wahnsinns-Aussagen kamen. Aber diese hammerharten Versprecher, ja, und diese komplette sinnlosen Nonsenssätze, die wirklich keinen Sinn mehr ergeben, ja, und die man sich dann zusammen kombinieren muss, was könnte sie denn gemeint haben? Ja, das finde ich beim Politiker, dessen schärfste Waffe das Wort ist, ja, so ursprünglichen Sinn jedenfalls, finde ich das aber wirklich extrem bedenklich. Hören wir da mal rein. Unser Sanktionsregime, sanktionierte Sanktionsregime, sihanischen Regimes und Menschenrechtssanktionsregime, wegen Massenvernichtungsregime, Terrorlistungsregime, anderen Sanktionsregime, dagegen dieses Regime, Menschenrechtssanktionsregime, auf zielgerichtet auf das Regime. Annalena Baerbock, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke. Wumm. Und Snicklink, ja, ich muss echt sagen, da hat er ein bisschen Pech mit der Baerbock, weil da kommt auch Snicklink, den ich sehr bewundere und ihn auch hier ganz herzlich grüße, an seine Grenzen. Ja, also durchaus, weil man durchaus bei den vorherigen Ausschnitten, die original sind, direkt, wenn man Snicklink kennt, es einem direkt in den Kopf schießt, Mann, ist das jetzt vielleicht ein Snicklink-Video, ja. Man kann die Realität von der Satire nicht mehr unterscheiden und das nennt sich dann Realsatire. Und hier haben wir Snicklink seine Version auch gelungen. Wir haben es hierbei mit einem Regime zu tun, ne? Und was Regime so tun, ne? Die regimieren rum und weil die Masern Verdichtungswaffeln haben müssen, also weil der Regime eben, weil der Imam ständig, ne, auf Ismail abfeuern tut und mit, also in der Bekriegungstatsache, also in der Sache von der anderen Sache, wir als bleihaltiges Demokratieverständnis sozusagen fair und friedlich und das Ganze also bewerken müssen. Ich hab mir die Belebe. Ich meine, das Problem ist, es klingt jetzt nicht wirklich falscher und verwirrender als die Originalaussagen. Nur eine kleine Meldung hinterher, der Paul Ronsheimer, der Wahrheit verpflichtete Bildjournalist, wie übrigens auch die gesamte Bildzeitung natürlich nur und pur der Wahrheit verpflichtet ist, meldet Streit zwischen Baerbock und Netanyahu enthüllt, Rieseneklar hinter verschlossenen Türen. Beim Gespräch zwischen Außenminister Annalena Baerbock und Israels Premierminister Benjamin Netanyahu ist es zu einem Eklat gekommen. Das wurde Bild bestätigt. Die beiden Politiker stritten heftig über den Krieg im Gazastreifen und machten einander ungewöhnlich harte Vorwürfe. Netanyahu wurde emotional. Was? Kannte das? Er erklärte, dass die Bilder von Märkten und Stränden echt seien und die Realität abbildeten. Wir sind nicht wie die Nazis, so Netanyahu, die gefälschte Bilder einer simulierten Realität erschaffen hätten. Alle Details zum Eklat hier. Gut, also da muss ich mal sagen, wenn Netanyahu hier davon spricht, dass alles, was sie da verlautbaren, der Wahrheit entspricht und keine Fälschungen rausgegeben werden, dann wäre er ein ziemlich schlechter Staatspräsident. Ja. Oder der Einzige, der das macht, nicht wirklich glaubwürdig und keine Ahnung, ob das stimmt. Aber wie gesagt, Baerbock hat schon international so viel Porzellan zerschlagen. In China wird sie gar nicht mehr mitgenommen, wenn der Scholz dahin fliegt, ja, weil da sagt sie wahrscheinlich, nee, lass mal, ehrlich, da kriege ich vielleicht gar keine Landeerlaubnis mehr, wenn ich schon keinen Empfang bekomme am Flughafen in dieser riesen 30-Millionen-Metropole Qingyong, glaube ich, heißt sie, oder kann ich jetzt leider nicht mich genau erinnern,
Auf jeden Fall hat ihn da der stellvertretende Bürgermeister, der Bürgermeister hatte auch keine Zeit, genauso wie der Außenwirtschaftsminister, hatte ihn dort begrüßt, ohne irgendeine militärische Ehre oder irgendeine ehrenvollen Willkommensdelegation, gar nichts. Und das hat sicherlich immer mit der Baerbock zu tun, wo auch der Außenminister damals bei ihrem Besuch in China gesagt hat, wir lassen uns hier nicht irgendwie belehren und uns hier irgendwo oberlehrerhaft hier irgendwo einen erzählen. Ja, lass mal gut sein. Das hat er öffentlich in der Pressekonferenz gesagt mit dem, wir lassen uns nicht belehren. Ja, und das ist halt, es ist halt lustig, aber es ist halt auch wahnsinnig bitter, weil was entsteht da für ein Bild, ja, auf der Welt, bei den Menschen, nicht bei den Regierungen, das ist ja noch egal, die sind austauschbar, aber die Menschen, der Ruf Deutschlands nimmt so brutal Schaden und alle unsere Errungenschaften verblassen und wir sind wirklich im Niedergang, ja. Aber bei der Baerbock und auch beim Habeck und bei allen anderen Akteuren muss man sich schon wirklich spätestens jetzt fragen, will uns da irgendjemand sagen, hey Leute, es reicht langsam. Ja, was soll man denn sonst noch alles tun, um zu zeigen, dass die es nicht gut mit euch meinen, die gar kein Interesse an euch haben und es denen vollkommen wurscht ist. Was soll man sonst noch alles machen, bis ihr irgendwann merkt, hey, irgendwas stimmt hier doch nicht. Ja? Also, wie willst du das sonst anders erklären? Ja, jetzt mal im Ernst, ich möchte nicht wissen, es wird dann noch ein paar aufrechte Recken im Auswärtigen Amt geben, im Außenministerium, die da vielleicht schon seit 20 Jahren arbeiten, ja, warum nicht, lange Beamtenlaufbahn und sich jeden Tag denken, was mache ich hier eigentlich? Was macht sie eigentlich? Was ist das hier überhaupt? Ja? Wo bin ich? Ja, das dürfte dann doch dem einen oder anderen sicherlich die Frage dürfte sich stellen oder die Fragen in diesem Sinne. Ja, liebe Leute, es ist wirklich unglaublich und wirklich auch schon nicht erst seit jetzt, ja, seit Baerbock überhaupt letztendlich auf der Bühne ist, aber spätestens als sie Außenministerin wurden und die ganzen Spiegel, SZ, FAZ, öffentlich-rechtliche Medien, die tun wirklich so, als ob sie eine ernsthafte Gesprächspartnerin hätten und hier ernsthafte Außenpolitik betrieben wird, ja, und eine ernstzunehmende Person dasteht. Ja, also was ich von euch halte, die ihr dieses ganze grausame Spiel mitmacht, ja, vielleicht dreht sich alles noch und ihr wart Helfer für die gute Sache, ohne es zu wissen, vielleicht auch, wer weiß. Aber so wie es jetzt momentan ausschaut, also ganz ehrlich, Respekt, nee, gibt's nicht. An der Stelle abonnieren, teilen, liken, kommentieren und wenn ihr Lust und Zeit und was übrig habt, gerne auch finanziell unterstützen auf Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Und vielen Dank an alle, die es gemacht haben und tun. Und ansonsten Grüße auch an Snickling, Dr. David Lüttke und M. Markert, die hier das getwittert haben. Und Ronsheimer natürlich. Grüße gehen raus. Heute Fischhaut. Servus.